Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spider-Man. Wir gucken uns heute die Werft an, mal gucken, was bei Fisk da so los ist. Die Dämonen, die machen sie breit. Nachricht von Doc. Peter, vielleicht war es vorschnell, ihn zu einem anderen Job zu raten. Ich habe einen Plan. Er kann nicht ohne uns. Geben Sie mir etwas Zeit. Vielleicht erfinden wir doch weiter. Ihr unbezwingbarer Otto Octavius. Das ist großartig. Hoffentlich klappt es. Ja, er ist auf uns angewiesen. Er kann gar nicht mehr ohne unsere Verspätung, Unzuverlässigkeit. Er braucht uns einfach. 1034, Dämonen haben Feuer eröffnet. Mehrere Officer verwundet. Alle bitte, Officer was? Bitte Officer verwundet? In meinem Viertel? Festhalten, Officer! Die netzschwingende Kavallerie ist da! Au, 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 ah. Maschinengewehr tut weh. Aua, Schlag auf. Was haben die denn für Waffen? Oh, mein Kabel vom Headset, das hängt hier ganz doof. Bleib, Moment, bitte. Ah, so. Okay. Ich komme auf eurer Seite, hier bin ich sicher. So, da haben wir einen, da haben wir einen. Reingelegt. Oh, ich hätte eigentlich gerne die Granate mal geworfen. Oh. Fisk war verrückt. Aber er liebte New York. Aber was ich eben gesehen habe. Aber die Dämonen. Die wollen anscheinend nur die Stadt zerstören. Haben die einen Autounfall gehabt? Alter Schwede, das sieht aber schmerzhaft aus. Oh, was die Granate angerichtet hat. Der war gut. Gern geschehen, Officer. Der hat sich das mit dem Autofahren nochmal durch den Kopf gehen lassen, wa? So, Jungs, ich muss weiter, ihr macht das, ne? Verhaftet mal die Toten und die Lebenden und die Karonen und macht mal euren Job. So, immerhin werden die dafür bezahlt, ne? Für uns ist das einfach nur ein Hobby. Das ist nicht komisch, normalerweise ist das eine Straftat, wir verprügeln ja immerhin Leute. Aber uns ist das voll okay, weil wir eine Maske aufhaben. Hier ist ja richtig was los. Captain America! Er ist bei den Bösen? Das hätte ich nie gedacht. Oh, der war cool. Weil der überhaupt nicht gepasst hat. Ist irgendwas in der Animation schiefgelaufen, glaube ich. Oh. Ich weiß nicht, wie weit ich mit dir zurechtkomme. Mal, ich hab doch... Nein, er ist weg. Ich wollte das hier machen. Die Dämonen brauchen mal Urlaub oder so. Die sind viel zu angespannt. Schwungtritte? Habe ich den schon? Den habe ich doch noch gar nicht. Kann ich doch gar nicht machen. Naja, auf zu werfen. Aber hier ist richtig was los mit den Dämonen, ne? Wir könnten hier noch das Labor machen, aber das würde uns wieder vom Ziel abbringen. Aber wir haben ja Zeit, ne? Wir wollen ja sowieso alles freischalten. Wie immer. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich die Anzüge wirklich alle anziehe. Das wirkt diesmal so viel. Und der sieht doof aus. Der ist halt, der ist, muss ich sagen, der sieht ziemlich cool aus. So ein bisschen, als hätten wir den von Tony Stark. Der ist tatsächlich von Tony Stark. Der ist auch von Tony Stark. Warte mal. Ist der auch von Tony Stark? Weil das sind ja alles die von Spider-Man Homecoming, No Way Home und, ne? Das Gesicht sieht ein bisschen komisch aus. Fantastic Four. Oh, da war ich nie ein Fan von. Muss ich ehrlich sagen. Aber wir haben ja so theoretisch... Wir hätten hier noch die Möglichkeit, wir können... Na, sieht sehr comic-mäßig aus.
Wollen wir einen auf Tom Holland machen? Können wir wieder einen freischalten, ne? Oder wollen wir den mal nehmen? Aber der sieht auch nicht so cool aus, ne? Ich mag diese Originalen lieber. Komm, wir ziehen den mal an. Und Geräte können wir auch upgraden. Nee, kann ich nicht. Oh, ich habe keine Wahrzeichenmarken. Jetzt. Hey Pete, das Labor überwacht die Gesundheit der Meeresbewohner. Wir haben hier jede Menge Medikamente, falls du welche brauchst. Die Folgen der Krankheiten sind... Kein lebendes Wesen sollte so etwas erleben müssen. Durchfall. Definitiv Anscheinend haben Durchfall. Die Fische eine bakterielle Infektion. Ich kümmere mich lieber darum, bevor die Nahrung verseucht wird. Im Labor gibt es ein antibakterielles Spray, das die Fische heilt. Ich muss es nur auf das Wasser sprühen. Und zwar schnell, bevor die Menschen krank werden. Zuerst zu den Docks. In den Fässern finde ich sicher die Ursache des Problems. Ich muss sie aus dem Wasser holen. Ich bin's, der freundliche Müllmann aus der Nachbarschaft. Tja, so, dann wollen wir mal das Wasser von Aquaman. Aquaman ist nicht mal super hell. Verdammt! Die Fässer sind schlauer als die Typen, gegen die ich sonst kämpfe. So. Ich bin Aquaman, ich kann mit Fischen reden. Das ist irgendwie so ein... Ist halt kein cooler Superheld, muss man sagen. Ja? Das Einzige so, er kann unter Wasser atmen. Das finde ich halt geil. Aber sonst... So, hier vorne haben wir noch eins. Auch direkt bei den Fischen, ne? Wo die Luft rein ist, kann ich in Ruhe sprühen. In Ruhe sprühen mit... Ich kann gerade nicht, junger Mann. Ich bin gerade mit der Gesamtsituation überfordert. Muss ich vorher noch was holen? Oder habe ich das schon? Wenn ich es gleichmäßig verteile, trägt es die Strömung überall hin. Ich muss ein großes Gebiet versorgen. Mein Nieb aus den Achseln hilft uns. Was der Anzug nicht alles hat, ne? Die Fische verteilen es untereinander. Das ist gut, weil ich nicht so weit rausschwingen kann. Ich komme nicht ran. Die Wasserströmung zeigt, welches Gebiet ich noch versorgen muss. Mehr Fässer. Auf jeden Fall die Quelle der Bakterien. Ich werde sie vernichten. Mehr Fässer. Habt ihr verstanden? Von Ozean. Ach ja. Das ist ja mal eine entspannte Mission hier, ne? Das Gute an Fässern, sie schießen nicht auf mich. So, dann schwingen wir hier nochmal rüber. Das Schlechte, sie wissen meine Witze nicht zu schätzen. So. Jetzt kommt irgendwie keine Gegenreaktion, ne? Okay, eins haben wir noch da vorne. Da schwingen wir doch einmal schnell rüber. Zack. Hat er nicht genommen. Alles bereit zum Sprühen. Kommt schon, ihr Fischchen. Das ist gut für euch. Deswegen hatte ich nie ein Aquarium. Wir werden ganz schön nass, muss ich sagen. Das sicher Jameson als Spider-Man, der irgendwie auch cool, ne? Da hätte ich jetzt auch Bock, hier an diesen Krähen herumzuschwingen über ein Wasser. Vorzugsweise aber, wenn das Wasser schön warm ist.
Und sauber? Okay. Dass man da noch baden gehen kann. Ich muss meine Flossenfreunde scannen und checken, ob sie gesund sind. Alle gesund. Also nach den Maßstäben der Docks. Wir haben einen Ausbruch im Keim erstickt. Nicht leicht für Oscorp, die Vorteile der Station klein zu reden. Die Fische schwimmen wie so kleine Torpedos. Lol. Okay. Komm hier nicht raus. Und wenn Sie einen Zeh in den Keller setzen, köpfe ich dich. Verstanden, Boss. Sicherheit verdreifacht. Die Dämonen werden nichts anfassen. Hört zu! Die Dämonen greifen unsere Verstecke an. Haben schon zwei verloren. Der Boss ist im Knast, aber das heißt nicht, dass man sich seinen Besitz krallen kann. Melden Eagle 2 auf Position. Hier Eagle 2. Alles im Blick. Hinter welchen Verstecken sind die Dämonen her? Ich muss Fisks Männer ausschalten und herausfinden, was sie bewachen. Was immer es ist, es darf nicht in Fisks oder die Hände der Dämonen gelangen. Das ist ein richtiger Krieg, der hier läuft. Um die muss ich mich zuerst kümmern. Hier liegt viel Müll rum. Ein gut platziertes Netz wäre eine gute Ablenkung. Der Schütze wird bewacht. Muss sie trennen und ausschalten. So, er guckt rüber. Aber ich kann ihn nicht nehmen. Doch. Ah, es wurde nur nicht angezeigt. Die reden ständig von Ausrüstung. Was bewahrt Fisk hier auf? Okay, in welcher Reihenfolge wollen wir vorgehen? Wir haben jetzt hier noch da einen Scharfschützen und wir hätten einen da oben auf dem Turm. Ich sag mal, im Zweifel kann der den sehen, ne? Das heißt, wir gehen erstmal zum Turm. Aber da komme ich jetzt auf Anhieb nicht hin, ne? Hallo! Okay. Das war jetzt leichter, als ich dachte. Aber jetzt komme ich da wieder nicht rüber. So. Hier ist nichts. Die ganze Welt wird sehr am Minenfeld. So, haben wir irgendwo noch Scharfschützen? Wofür ist das gut? Warum entschärft sie keiner? Zu viele. Nee, ne? Einige sind zu alt. Außerdem gefällt's dem Boss so. So, einmal durchscannen. 1, 2, 3. Ja, so viel Charakter, dass es dir die Hand wegsprengt, wenn du nicht aufpasst. Die Ausrüstung ist so im Keller viel sicherer. Guck mal, hier haben wir auch zwei Leute. Wenn wir die getrennt kriegen, können wir einen hier hochziehen, ne? Der alte Schmugglertunnel versiegelt sich nicht von selbst. Kannst du mir helfen? Du hast es im Griff. Außerdem, ich halte Wache. Ich halte Wache. Tolle Einstellung. Wird dich weit bringen. Läuft ziemlich gut bei mir. Ich muss nicht an beschissenen, rostigen Rohren rumschrauben. Irgendwie haben wir den Falschen angelockt. Was für einen Tunnel wollen sie versiegeln? Und wo führt er hin? Ich hab Hunger. Vielleicht gehe ich mal zu dem Thai in Hell's Kitchen. Was zum Teufel ist das hier? Konnten wir nicht hier den Kran irgendwie missbrauchen für unsere Zwecke? War nicht was? Dann leider nicht. Ich will das abschließen, damit wir die restliche Ausrüstung im Keller unterbringen können. Jawohl, Sir. Wird gemacht. Dano, bist du das? Ja. Komm mal bitte her. Bitte melden, Cobra 4. Hey, sieh bitte mal jemand nach André. Ich sehe nach. Oh, das ist ja praktisch. Kommt er jetzt gleich her? Ich war echt der Meinung, ich kann den Kran missbrauchen. Meine Zwecke, dass der runterfällt oder irgendwas. Falsche Richtung. Dano, bist du das? Dahin bitte. Alles ruhig. So. Der Boss ist im Knast, aber wir machen unsere Arbeit. Ja. Dano! Schlaf schön.
Den müssen wir jetzt unten hier eliminieren. So, wen können wir jetzt... Wir haben da zwei mit Elektroschockern. Finde ich semi-geil. Gehen wir vielleicht nochmal rüber. Okay, die beiden wollten wir auch noch trennen, ne? Schlüssel holen? Geht nicht. Muss aufpassen. Was ist, wenn die Dämonen kommen, um in den Keller einzubrechen? Wenn wir den Tunnel unter uns versiegeln, wird das den Dämonen sehr viel schwerer fallen. Dann musst du dich wohl an die Arbeit machen, oder? Juckt die nicht? Aufprallnetz. Ah, verdammt! Wenn hier jemand ist, wird das bereuen. Okay, kann uns einer sehen? Verdammt! Ich will auf was schießen! Schieß auf mich! Das noch hat mich überrascht, was? Ist aber echt wenig Action jetzt, ne? Hätte ein Sudoku mitbringen sollen. Wir versuchen es mal unauffällig, wir nehmen die Treppe. Damit wir nicht so verdächtig sind, wir laufen hier einfach rum. Können wir die da rüber locken? Ach, Jungs, ihr macht mir das echt nicht leicht. Wollen wir hier Action machen? Komm, wir machen ein bisschen Action. Das noch. Sieh sofort. Spider-Man im Visier. Fang an zu beten. Im Namen des Vaters, des Sohnes und... Das wird ein mieser Tag für dich. Möglicherweise. So. Ich werde dir das Maul stoppen. Holt ihn auf den Boden. Aber ich sag doch schon gar nichts mehr. Uhu. So. Oh. Du weißt, was Privateigentum heißt? Privateigentum? Hilf mir mal bitte auf die Sprünge. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist kein Polizist im eigentlichen Sinne. Es ist ja so, Zivilisten dürfen nicht einfach Durchsuchungen durchführen. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich eine Befugnis. Also, wie wär's mit einer völlig legalen Durchsuchung? Ich finde, das klingt gut. Wie heißen Sie? Officer Davis. Nenn mich Jeff. Und du bist? War doch nur Spaß. Mein Sohn ist ein großer Fan. Also, umfasst die Befugnis Aufbrechen von Türen? Nicht ohne viel zusätzlichen Papierkram. Okay, dann muss ich anders da rein. Was? Sind wir jetzt echt ein Tech-Team? Irgendwo muss hier noch ein Loch in der Wand oder ein kaputtes Fenster geben. Oh, cool. Sieh hinten nach. Ich würde selbst gehen, aber ich bin nicht Spider-Man. Ah, oh, ich hätte mal Polizist werden sollen. Ja, bei uns wurde eingebrochen. Oh, tut mir leid, ich bin halt echt nicht Spider-Man, ne? Mal hinten? Meint er mit hinten die Rückseite? Ah. Cleveres Bürchen. Ich fühle mich wie im Horrorfilm. Hallo? Irgendwelche zornigen Angler mit Haken hier? Okay, wo ist die verschlossene Tür? Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Jeff, sind Sie da? Ich verkneif mir gerade alle Klopf-Klopf-Witze. Nett von dir. Siehst du den Anschlusskasten für die Tür? Ja, ja, gefunden. Bei einer Überlastung müsste die Tür aufgehen. Schlau, aber ich habe nichts, was genug Strom erzeugt. Versuch's damit. Elektroschocker, genial! Die Kondensatoren könnte ich für meine geplante Verbesserung brauchen. Er gibt uns einfach mal so einen Elektroschocker. Klar, warum nicht?
Du, ich hatte auch vor, in meinem Webshooter 9mm Abschussvorrichtung einzubauen. Falls du deine Pistole hier unter dem Schlitz durchschieben willst, ne? Ich wäre hier. Ja klar, das geht dann wieder zu weit, ne? Das Elektronetz ist super. Bastler, was? Erinnerst mich an meinen Sohn. Hat mit 5 den Fernseher auseinandergenommen. Jetzt entsperrt er die Handys von Freunden. Hört sich an, als könnte er mir eine Menge beibringen. Okay. Nichts Illegales zu sehen. Fast enttäuschend, was? Auf den ersten Blick. Sehen wir uns mal um. Suchen wir was Bestimmtes? Die Werft ist schon lange hier. Wurde früher von Schmugglern benutzt. Verstehe. Die Typen mochten ihre Geheimräume. Probier das mal. Hört sich hohl an? Ein verstecktes Bedienfeld, wie bei der anderen Tür. Die Kabel gehen hinten raus. Suche einen weiteren Anschlusskasten. Mal sehen, ob meine Linsen die Leitungen erfassen. Okay, also wir hätten jetzt einen hier oben. Du, Jeff. Wegen der Vorrichtung mit der 9mm, was ich da erzählt habe, ne? Darf ich mir deine Pistole ausleihen? Wäre das okay? Ach, jetzt ignoriert er mich. Ein einfaches Ja hätte mir vollkommen gereicht. Danke. Die hätte ich nie alleine aufbekommen. Hey, ich hätte sie ohne sie nie gefunden. Ich traue ihm irgendwie trotzdem nicht. Wir haben rein gar nichts. Wo ein Geheimraum ist, könnten auch mehrere sein. Ist dir was am Boden aufgefallen? Aha. Sie können die Türen verstecken, aber nicht die Kratzer. Halte die Augen nach weiteren offen. Ich finde, er weiß zu viel. Wir sollten ihn ausschalten. Einfach nur so, um auf Nummer sicher zu gehen. Da ich jetzt weiß, dass ich Kratzer suchen muss, sollte ich mich nochmal umsehen. Frage ist, wären die Kratzer nur an den Containern? Wo könnten sonst Kratzer sein? Ja, nur an den Containern. Treffer! Kratzer, keine Tür. Zumindest sehe ich keine. Hier, da, mach das auf. Nein, kletter da nicht hoch. Da. Hier, Jeff, guck mal, hier. Warten Sie, ich zieh sie hoch. Jeff, ich hab das gefunden. Jeff, hier ist die Luke. Hier kommt der nicht hier hoch? Das ist eine gute. Ernsthaft? Er nimmt den Fahrstuhl? Ich hätte ihn noch schmeißen können. Erster Stock. Verrostete Maschinenteile, stinkende Ratten. Achtung, die Brücke ist kaputt. Ich schaffe das. Und Jeff. Wow! Hey, gute Landung und so. Wir futtern nicht alle Donuts. Schon gut. Jeff ist unser Mann. Unser Mann, der alles kann. Melde dich, wenn du den Anschlusskasten findest. Ja, bin dran. Hab ihn. Gefunden. Perfekt. Was kann man so sagen? Verdächtig, wie er sich umgeguckt hat. Hey, sieh dir das an. Nichts. Vielleicht will Fisk mich damit nur an der Nase rumführen. Aber sieh dir die Wände an. Sie haben hier Waffen aufbewahrt. Die haben sie nicht durch die Vordertür rausgeschafft. Wir müssen einen Durchgang verpasst haben. Sieh dir die Wand an. Vielleicht geht's irgendwo zu einem anderen Bereich. Fisks Männer sprachen von einem Keller. Vielleicht sind wir nah dran. Bestimmt. Sieht nach einem dualen Schaltkreis aus. Such den zweiten Anschlusskasten. Mhm. Gefunden. Ah. Geschafft. War der Fahrstuhl im Weg?
Sie hatten recht, Chef. Falltür. Fantastisch. Kannst du mir helfen? Das Ding ist schwer. Ist doch keine Falltür, ist eine Hebetür. 1, 2, 3. Das ist ganz schön gruselig. Vielleicht ein alter Schmugglertunnel. Und seit Al Capone hat hier niemand mehr sauber gemacht. Dicker Betonklumpen im Weg. Ich komm nicht durch. Mal sehen, wie das von oben aussieht. Hier lässt sich was machen. Moment. Ich sitze fest. Kannst du mir helfen? Was war das? Habe ich. Subway. Beeilung. Hier ist alles instabil. Okay, das war definitiv keine U-Bahn. Nein. Hörte sich an wie Sprengstoff. Und das klingt nach Dämonen. Raus da! Schnell! Ich? Na dann, los geht's! Echt, schneller kannst du nicht? Guck mal, wie ich sprinten kann. Verdammt. Jeff, guck doch die mal. Dämonen sind weg. Wie konnten sie entkommen? Muss eine Hintertür geben. Such sie. Sie haben aber nicht alles das mitgenommen. Das ist ein verdammtes Waffenlager. Oder war eins? Eine Hintertür. Den eingezäunten Raum haben sie nicht aufgebrochen. Zu viel Arbeit. Wenn man nur den... Da! Sie haben die Schlösser gesprengt. Sch! Dämonen. Bleiben Sie hier. Oh nein. Wir werden sie nur zu zweit kriegen. Und mit denen. Genau. Sie wollen weg. Los jetzt. Schnapp sie! Da hat einer zu viel Rambo geguckt, wa? 21 Jump Street. Sie sind verhaftet! Könnt ihr uns haben? Was? In Deckung! Ich denke, wir kriegen die nur zu zweit. Genau das meine ich! Ich mache einfach nur meine Arbeit. Schieße! Deckung! Jetzt geben sie einfach nur an! Sagt der Kerl, der Kugeln ausweicht. Oh, alles ein Kinderspiel. Ich bin ein bisschen beeindruckt. Der hat nur 9mm und er setzt sie alle mit einem Taser, oder? Wie darf ich das verstehen? Oh, ich hätte gerade ein Special machen können. Timing. Jetzt aber. Oh. Schönes Ding. Oh, Captain America ist wieder da. Siehst du? Ich hab auch Freunde. Wie sieht's aus? Au. Den können wir nicht nach vorne ausweichen. Oh, ich hab doch den Netzschwung. Vorsicht! Ja, cool! Ich hab auch einen Taser! Sauber! Cool! Stopp! Alter, wie er abgeht. Alles okay? Ich komm nach. Können wir ihn doch trauen? Wenn ich an einem Tag 2 Laster voller Schützen verliere, sollte ich mit dem Job aufhören. Bitte nicht so schnell. Komm ich hinterher? Also, ich komme hinterher, aber... die machen es mir nicht leicht. Viel besser. Die Typen sind überall. Sie töten jemanden, wenn ich sie nicht aufhalte. Versuche aufzuschließen, aber vielleicht musst du es alleine schaffen. Gehen Sie kein Risiko ein, Jeff. Keine verrückten Sachen. Kann ich die eigentlich zurückschmeißen? Wollen wir das mal ausprobieren? Nein, kann ich nicht.
Okay. Also ich kann gar nichts nach dem LKW schmeißen. Wenn es so weitergeht, werden Schaulustige getötet. Ich muss näher ran. Hey Jungs, Lust auf mehr? Lang nicht gesehen. Hä? Drei Bordsteinkante. So. So nämlich. So, einmal nach vorne. Huhu. Ah, den haben wir mehr oder weniger gefangen. Toll. Jetzt fährt die drei plötzlich pünktlich. Ich wollte gerade sagen, lass doch liegen, der liegt auf, aber. Oh oh. Oh, Chef, Alter, du krasse Sau. Was ein übler Typ. Ich schwöre, wenn ich irgendwann mal ins DC-Universum komme, dann schlage ich ihn als Robin vor. Es wurde gesagt, er sei nur leicht verletzt und werde sich schnell vollständig erholen. Was ein verrückter Mist, dürfen Sie überhaupt hier sein? Eher als du. Nach der Sache im Auktionshaus muss ich jetzt Aktuelles machen. Das heißt, ich konzentriere mich auf echte Stories wie diese. Und die Dämonen. Du weißt, je näher du ihnen kommst, desto eher wirst du zur Zielscheibe. Je näher ich komme, desto eher können wir sie stoppen. Wir. Officer Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Kein Kommentar. Das kann ich verstehen. Aber die da werden ihre Story auch ohne sie erzählen. Und sie lieben Kontroversen. Habt ihr Blickwinkel? Ich hab keinen. Ich höre nur zu. Okay. Dann rein. Sie ist gut. Ein cooler Typ, dieser Jeff. Also scheinbar können wir ihn doch trauen. Ich war ja immer skeptisch, ne? Aber irgendwo habe ich es ja auch gleich gewusst, ne? So, das war es auf jeden Fall heute mit Spider-Man. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Schaltet sehr, sehr gern wieder ein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, macht das gut. Ciao.